Ich spiele jetzt wieder. Erstmal hier einen Steckbrief, einen Hinweis. Ich hoffe, es hält wieder. Denn ich. Ja, es hat hinter die Tüte. Mach ruhig. Ich mach ruhig. Ja, hier Hinweis brauchen wir jetzt echt durchlesen, haben wir ja schon. Tada! Ziemlich krass, oder? Nee. Oh, komm schon, das sind coole Babys. Babys ist nicht so das Wort, das mir einfällt. Was soll das überhaupt hier? Was zum Henker macht ein Schießstand bitte am Fuß einer Skilodge? Sag mal, kennst du den Vater von Josh? Ja. Er hält sich für einen Großvater. Willst du mal? Nein, mach doch ruhig, Großer. Okay. So. Machen sich die gespielten Stunden in Black Ops bezahlbar. Komm, Headshot. Headshot. Punkt. Das piept mir jetzt. Das nervt. Ach, zum Glück nimmst du nicht was. Doch, der kommt noch mit der Flasche. Oh, jetzt kommt doch Eichhörnchen. Ja. Boah, voll böse. Was ist das einer, ey? Na, das glaube ich nicht, Kleiner. Ja, ich muss. Oh shit. Killer Eichhörnchen. Eichhörnchen. Komm, immer an Nüsse nagen. Nein, ich schieße es nicht ab. Ich hab schießen. Ich bin kein Tiermörder. Stanze, wa? Oh. Oh, guck, cool, Schmetterlingseffekt. Yeah. Ich hab noch gar kein Speichersymbol gesehen. Was sollen wir denn wissen, wann das Spiel gespeichert ist? Ja, werden wir dann sehen. Status-Update, da. Wird gespeichert. Achso. Hä? Na ja, Status-Update ist ja vielleicht hier. Ja, finde ich dann immer das Spiel. Schmetterlingseffekt, oder? Ja, werden wir ja gleich sehen. Ach Quatsch. Nur weil da zwei Personen gestorben sind. Boah, ich habe ja gar nicht geachtet, wie geil diese Berge im Hintergrund aussehen. Hey, das ist schräg. Ist das schräg? Ja, das sieht groß aus. Das ist ein Knick in der Optik. Ja. Ich hab einen Schlüssel. Nee, kannst du abhauen. Hab keinen Bock. Lass dich alleine. Parecke, geh nach Hause. Ja, okay, komm. Du willst ja, dass ich unbedingt reinstecke. War jetzt hier. Halt, ich hab X gedrückt. Jetzt ganz sanft die Tür aufmachen. Oh. So nehmen die nicht weg, diese beiden Snowboards und fahren runter. Ich würde auf denen stellen, dass du. Ja, die zu blöd dafür sind. Hi. Mann, warum wechselt er die Ansicht? Oh, die labert und nicht wieder. Ach, egal. Laber mal weiter, ich gehe in einen anderen Raum. Mach mal Selbstgespräch. Blackwood Pines. Dein gesunden Körper und den Geist. So, was ist das hier? Ah, hier ist wieder Fernseher. Da ist ein Laptop. Guck dir Pornos. Ist doch kein Laptop. Nee, da hinten war es. Das hat mir gar nicht gebracht. Doch. Wow. Wow. Das ist spannend. Geh mal da raus. Guck mal da rechts gleich. Da ist ja noch da. Ach hier. Läuft. Was bist du da? Hi. Hallo YouTube. Hallo. Guck mal, nimm mal die Skibrille da hin. Der kommt. Wo? Ich kann die auch gleich nehmen. Ah, nee. Hier noch was? Nee. Warum kann der eigentlich nicht springen? Weil es Spaß macht. Endlich, kommst du? Nee. Ja, ich wollte eigentlich hier leider.
Okay. Sag mir das nicht will. Sag einfach okay. Dann kann ich nicht so reinlaufen, warum muss ich dafür X drücken? Schlechter Programmierer. Ja. Unsichtbare Wände. Los geht's! Ja. So, jetzt schnapp sie dir. In einen kleinen Raum, eingeschlossen, sie kann nicht weg. Dann sollen wir zwei Leute in einem kleinen Raum. Ja, lesen. Sie kann nicht weggehen, entweder sie bleibt da oder sie stürzt sich in den Tod. Achso, dann landet auf ihren weichen Arsch. Das ist aber nur Zeit, guck mal, 5 Minuten. Ja, das ist bei 5 Quickie reicht das. Deswegen. Wir sind doch alle hier, oder? Danke, Bro! Yeah! Alter, das Lächeln, ey. Weißt du, die Vergangenheit ruhen und genießen die Fahrt? Das müsste eigentlich Fahrstuhlmusiker sein. Wir wussten nicht mal, dass der andere existiert. Aber dieser Junge neben Josh, das Mädchen vor ihm, immer an den Trägern ihres Sportdeckers gezogen. Deshalb setzte der Lehrer ihn vor. Nice. Okay. Ja, warte. Immer dieses Ohrhund. Glaub an meine Fähigkeit. Das kann man nicht ernst nehmen. Nee. Jeder Satz ist. Oder jeder, mindestens jeder zweite Satz ist zweideutig. Ja. Boom, Headshot. Boom, Headshot. Double Headshot. Boom, Headshot. Okay. Ein bisschen laut. Zu viel Koks. Ja, heute schon. Als würde ich diese Jess, Mikes neue Freundin, gutgläubig, respektlos, selbstsicher. Fotze. Was für eine Oh nein. Wie lange sitzt sie da eigentlich schon? Sag mal, ich sag mal dein Tüte auf den Kopf. Tüte auf den Kopf, das passt schon. Na. Ne, denn? Ohne würde auch gehen. Wow. Was für eine Tüte. Die ist doch gut. Da braucht man keine Tüte. Ja, doch. Also so wie sie aussieht, Mund zu kleben und dann geht. Ja, okay, dann so. Aber da kann sie nicht so waschen. Naja. Das ist ja, warum? Dann zu kleben und dann ein Loch in die Mitte. Da kannst du trotzdem reden. Also ein Apfel im Mund. Sie kann nur. So ein Apfel im Mund. Also, so wie ein gebratenes Schwein. Und dann durch die Wasche. Hey! Schmetterlings. Hat er gesagt, der Sperm? Ja. Ich bin mit Max, ne? Mach diesmal klären. Nein. Sie ist behaart. Schau, sollst du wissen, ob sie behaart ist? Du bist so ein Idiot. Er kennt mein Gesicht. Vielleicht soll ein neugieriges Schild bei ihrer Nase nicht in andere Leute Nase stecken. Ja, das mache ich auch nie. Prinzipiell. Nee, steckt was anderes in die Nase. Ihr verratet nie Geheimnisse. Von wegen. Ihr kommt schon irgendwann selbst drauf. Okay. Gehen wir jetzt endlich zur Lodge. Ich hab dieses ganze Naturzeug schon gesagt. Gehen wir doch mal. Status-Update. Ich warte noch kurz hier auf. Sonst noch wer ankommt. Du meinst Mike? Was? Ich mach dann nach der Folge eine kurze Pause, um zu sehen, ob die Videos dann. Ach, gespeichert. Weh, der hat jetzt wieder nicht aufgenommen, ey. Was? Ja, was ist? Krass. Wow. Ja, genieß mal. Ich oh, wieder zwei neue. Oh, Emily. Ich dachte, bei der steht schon nichts. Einfallsreich, überzeugend, intelligent. Hier, guck mal bei die Augenbrauen, die hat voll einen Pickel. Das ist eine Warze, das ist kein Pickel, das ist schon eine Warze. Das ist ein Schönheitsfleck, ja? Das ist doch kein Schönheitsfleck. Dann sag doch mal so. Matt, Emilys neuer Freund. Ehrgeizig, sportlich, motiviert. Sie hat so viel Make-up drauf gemacht, dass man immer noch das sieht. Ja. Und wo ist der Gepäckträger, wenn man einen braucht?
Das ist doch kein Sklave, nur weil er schwarz ist. Alter! Wir machen ja gerade ein Video. Ja, und? Ich darf mir nicht sagen. Natürlich. Doch. Nein, ich darf nicht sagen, doch. Darf man oh ja. Das warum ich bleibt ihr jetzt stehen hier? Ich meine, gleich kommt. Ich meine. Boah, der ist schon wieder leck mich fett. Der hat jetzt so stundenlang da gewartet. Ja, wahrscheinlich. Intelligent, engagiert, überzeugend. Bin ich zwar anderer Meinung, aber naja. Und gleich auch schwul. Ja, vor allem bei Anfang, wie die mit dem redet, so nee. Scheiße und so. Und dann, oh, ich hab mir anders gebildet. Ton, hau ab. Begrüßen. Was haben wir letztens gemacht? Begrüßen, glaube ich. Mach jetzt Ton. Damit er. Ja, aber das passt doch nicht zu seinem Charakter, Alter. Egal, er wird sowieso sterben. Die Schwarzen sterben zuletzt. Oder war das anders so? Ich spreche es jetzt einfach an, ansonsten wird das ganze Wochenende echt scheiße für uns alle. Das Ganze ist super unangenehm und wir wissen das. Lass uns das einfach akzeptieren. Das ist doch fast wie eine Drohung, okay. Was er da sagt. Verstanden? Jetzt ich gleich. Ich nicht erschießen. Klar. Das ist irgendwie cool. Wow. Alter. Und die Bewegung. Ja, jetzt verpiss dich. Verpiss dich. Das ist das. Seht ihr? Schon wieder. Was? Könntest du wieder deine Tasche linke Hand? Ja. Die ganze Tasche. Wieso? Ich muss erstmal zu Sam. Okay. Ja, sorry, aber ich muss sie unbedingt erst finden. Ich habe total vergessen, dass ich mit dir reden muss, bevor wir alle Blumen ja, klar, ausgehen. Du musst es genau jetzt machen. Die sind doch fast da. Es ist wichtig. Man, bitte. Mach mal jetzt zustimmen. Okay, gut. Wenn es so wichtig ist, dann spiele ich Packhäfer für den Rest des Wegs. Aber du schuldest mir was. Entschuldigung. Na, dann sind wir geliebt. Ich überleg's mir. Vorsichtig. Wir sehen uns oben, Schätzchen. Nutte. Ah, jetzt krieg ich ein Quickie von Mike. Was für ein Wichser. Was für eine Wichserin. Was für ein Wichser. Jetzt habe ich den beleidigt, ohne dass er was gemacht hat. Vielleicht hat sie den Preis. Scheiße. Ach, wie geil. Wow. Oh ne, da kommt ja gar nicht in das Scheiß. Echt? Neugierig, offen, fleißig. Ist verknallt in Chris. Ja. Verknallt? Ja. Chris war die Blindschlange. So bei dir. Also jetzt nicht mehr. Hallo. Wow, hallo. Da ist aber jemand ganz schön freundlich. Und zwar nicht auf eine freundschaftliche Art. Schluss machen scheint bei den beiden nicht viel zu bedeuten. Ja, das stimmt. So zu Sam gehen, hat sie gesagt. Ist das Sam? Oh Gott! Oh, so. Tut mir leid, ich dachte, er will ihr Gebäck holen. Wie ist der da so schnell, wie das so? Nicht völlig verschnitten. Er ist so voll schnell. Oh mein Gott. Der Usain Bolt. Schon gut. Was schaust du dir an? Gar nichts. Pause. Das sind gar nichts.